Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich habe auch gerade vorhin habe ich daran gedacht, an das Ereignis, dass wir eben vor 4 Jahren hier hätten spielen sollen, auch wie enttäuscht David war, aber das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, ist so entzückend. Ich danke Ihnen, dass Sie gewartet haben. Wir beginnen mit der Eröffnungsnummer unserer zweiten gemeinsamen Platte. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Von Georg Kreisler. Die Menschen sind das Publikum, das allerbeste Publikum. Sie lassen sich amüsieren, sie lassen sich imponieren. Sie strahlen und bezahlen und sind schnell mit dem Applaus. Und wenn die Show aus ist, gehen sie freiwillig nach Haus. Die Menschen sind als Publikum famos. Nur eine Sorge werd ich nicht mehr los. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, damit man lächeln kann. Die Tränen, die man weint, sind nie die richtigen. Man warte lieber, bis sie sich verflüchtigen, möglichst schnell, möglichst bald. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Guten Tag. Sie sehen fantastisch aus. Man bietet ihnen Kaviar und Hummer an. Doch niemand bietet irgendeinen Kummer an. Nach und nach sagt man nicht. Man steht in seiner Dunkelheit und hütet sich vor jedem Wort und lässt die Welt sich drehen. Steht und lässt die anderen stehen, denn niemand soll bemerken, dass man traurig ist. Es genügt, dass man es selbst bemerkt. Ein Trauriger ist selten ein sympathischer. Ein Lustiger ist weitaus demokratischer. Wer es begreift, wird nicht traurig sein. Doch wenn du trotzdem traurig bist, dann schluck es schnell hinunter. Du könntest dich auch irren, warum die Leute verwirren. Sei augenblicklich glücklich, das kann jeder, der es will. Und wenn du es partout nicht kannst, dann trink ein paar Promille. Mit mir freuen sich die Menschen jederzeit.
Nur eines bringt mich in Verlegenheit. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, weil es gefährlich wäre. Egal, ob einer hinter den Kulissen weint. Egal, ob einer nachts in seine Kissen weint. Offiziell bleibt man froh. Ein guter Mensch muss glücklich sein. Wer Trauer fühlt, ist selber schuld. Das ist des Pudels Kern. Schmerz ist einfach unmodern. Man sagt zu keinem Menschen, dass man traurig ist. Denn wozu? Er weiß es ohnehin. Man schweigt nicht nur, weil traurig sein so schaurig ist. Man schweigt auch, weil man weiß, dass jeder traurig ist. Und der Trost resigniert im Raum. Und der Traum bleibt nur. Vielen Dank, danke schön. Danke sehr. Das ist das David-Klein-Quartett, meine Damen und Herren. Am Flügel Olaf Pulzin. Davide Petrocca am Bass. Peter Gall am Schlagzeug. Und das ist der leibhaftige David Klein. An dieser Stelle darf ich immer ein paar Worte sagen, dass man mir auch glaubt, dass ich aus der Schweiz komme. Ich komme also tatsächlich aus der Schweiz. Und wir lieben dich dafür. Wunderbar, dann machen wir weiter mit einer Nummer, die auch auf unserer Platte zu hören ist. After You Killed Me. After You Killed Me. It took me a while to get back to life again, to get back in style. I know how it feels to be unreal. It's true, it took me many songs. They're all about you. They say the rain washes away your bitter tears. I found that not to be so true concerning you. You found your way
into my heart, but you only stayed long enough to tear it apart, to tear it apart. You only stayed long enough, baby, to tear it apart. After you killed me, how have you been? How do you live your life based on such a sin? Based on such a sin, yeah, yeah. Washes away your bitter tears. I tell you, that's the cruelest lie I've ever heard. 'Cause you found your way instinctively right into my heart, but you said on me long.
Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu einer Komposition von David Klein. Der Titelsong unserer ersten gemeinsamen Platte, Eine Frau. Eine Frau ist eine Frau, ist eine Frau. Und sie weiß, wann sie will, was sie will. Ganz genau. Ein Mann ist ein Mann, ist ein Mann. Und braucht Frauen oft nur, damit er sie vorzeigen kann. Für manche Frauen wär das zu begreifen besser. Stattdessen stürzen sie sich ständig in das nächste offene Messer. Eine Frau bleibt eine Frau, bleibt eine Frau. Eine Frau bleibt sich selbst immer treu. Und sie träumt, wenn sie träumt, ihre Träume stets neu. Dazu braucht eine Frau keinen Mann, der ihr auch nur das gibt, was sie selbst nehmen kann. Ja, und wenn du auch kein Star bist, wichtig ist, dass dir eins klar ist, die Lösungen im Leben liegen nicht beim nächsten Mann, nur in dir selber. Denk immer dran, dazu braucht eine Frau keinen Mann. Nein, dazu braucht eine Frau keinen Mann. Dankeschön. Jetzt David, geh daher, ne? Erklär doch mal bitte dem geneigten Publikum, warum du solche feministischen Lieder schreibst. Das hat mir meine Mutter so beigebracht. Drüben in der Schweiz. Sie lachen, Sie kennen seine Mutter nicht. Miriam Klein, eine Jazz-Diva, ganz berühmt, großartig. Sie war in Basel, hat sich unser Konzert angeschaut. Danach sprach sie ausführlich mit den Herren und mit mir kein Wort. Außer, ich war damals gerade hochschwanger, das wievielte Kind ist das? Ich so, das dritte. Und sie so, dann sind sie immer noch eins hinter mir. Oh,
Paul, großartig. Aber sie hat ihren Sohn erzogen, gut erzogen. So, naja, manchmal kann er sich benehmen. Ist wahr. Also. Jetzt kommen wir zu einem wunderschönen, also eine gemeinsame Liebe außer dem Jazz ist Filmmusik von David und mir. Wir beide lieben Filme mit guter Musik und Filmsongs. Und diesen hier kennen Sie ganz sicherlich. Er ist aus dem wunderschönen Film Die Legende von Paul und Paula. Wenn ein Mensch lebt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und sterben. Kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Dass er geht. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt.
mich in ihren Schatten gelegt. Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Dankeschön. Das war eine Komposition von Peter Gotthardt mit einem Text von Ulrich Plenzdorf. Und jetzt kommen wir zu einer wunderbaren Komposition von Reinhard May, einem unserer absoluten Helden. Wir verehren ihn beide zutiefst. Und er hat schon vor über 30 Jahren ein Lied darüber geschrieben, wie der Alltag mit drei Kindern wirklich aussieht. Aller guten Dinge sind drei. Der Wecker fiebt 6:30 und heil nimm deinen Lauf. Die Große muss zur ersten Stunde los. Steh auf und mach leise, dass nicht gleich die Mittlere aufwacht. Die kann noch schlafen, rums, die erste Türe kracht. Die Diele knarrt, die Spülung rauscht und überdies ist der Kleine aufgewacht und schreit wie am Spieß. Ich setz ihn auf den Topf, er ist ganz rot vor Wut. Ich schmier der Großen schnell ein Pausenbrot, mach's gut. Vergiss den Turnbeutel nicht, die Mittlere kommt. Mann, lauf hier nicht barfuß rum, los, zieh dir Puschen an. Ich seh grad zu, wie mein Toast in Flammen aufgeht. Da hat der Kleine seinen Topf samt Inhalt umgedreht und stürzt sich auf mich mit einem Freudenschrei. Aller guten Dinge sind drei. Ich hab die Mittlere zur Schule gebracht und verwische die Spuren der Haselnusscremeschlacht. Dies ist die Zeit, wo ich an meinen Schreibtisch kann. Der Kleine malt mein Bein mit einem Filzstift an und erledigt während eines kurzen Telefonats durchzerreißen die gesamte Post des Vormonats. Die Große kommt nach Haus und macht ein langes Gesicht. Alle Freunde haben ein iPad, nur ich wieder nicht. Der Kleine pinkelt auf den Teppich, der bringt mich ins Grab. Vorher hole ich noch die Mittlere von der Schule ab. Dann gibt's Mittag und Streit, wer's erste Fischstäbchen kriegt, bis die Tränen fließen und es auf der Erde liegt. Der Kleine niest mich an und hat den Mund voll dabei. Aller guten Dinge sind drei. Ich nötige sie zum Mittagsschlaf, jetzt hätte ich etwas Zeit. Die Große beichtet mir ihre Geschichtsarbeit und jetzt hat sie drei Chaoten zum Spielen bestellt. Nicht so laut, doch als der erste Stuhl umfällt, ist der Kleine wach, die Mittlere schlurzt. Ich denk, ich soll zum Kindergeburtstag und hab noch kein Geschenk. Der Kleine steckt sich erstmal eine Erbse ins Ohr. Der Doktor ist ein Freund und nimmt uns rasch mal vor. Ich kauf schnell ein Geschenk und geb die Mittlere ab. Komm schweißgebadet raus, ich glaube, ich mache schlapp. Der Autoschlüssel weg, wie komm ich jetzt nach Haus? Nur widerwillig spuckt der Kleine ihn dann doch noch aus. Ein Nachbar grüßt, na, Sie haben wohl immer frei. Aller guten Dinge sind drei. Zu Hause setzt bereits der Abendwahnsinn ein. Der Kleine rollt sich gleich mit hohen spitzen Schreien in einen Vorhang ein zu einem dicken Ballen und lässt sich samt Gardine auf den Boden fallen. Bei der Großen tönt hohen betäubender Musik. Ey Mama, bleib mal cool, ich
übe Mathematik. Die mittlere kommt vom Geburtstag mit dem Rekord im Schokokusswettessen und übergibt sich sofort. Der Kleine und die Große kriegen eine Stulle aufs Brett. Die Schokokusswettesserin eine Schüssel vors Bett. Zwei Einschlafgeschichten bei jedem von den dreien. Ich selber schlafe direkt bei der Tagesschau ein. Ich schlepp mich ins Bett, die Füße schwer wie Blei. Alle guten Dinge sind drei. Mein Mann lächelt mir zu, na, überleg es dir. Vielleicht sind alle guten Dinge ja auch. Ich breche zusammen, nein, es bleibt dabei. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, danke schön. Also, ich kann Ihnen nur sagen, also der damals unterwegs war und Jazz Baltica verhindert hat, der ist jetzt 3, wird 4. Dann habe ich noch eine 7-Jährige und eine 14-Jährige. Es ist kein Wort übertrieben. Reinhard May ist ein Genie. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Klassiker von Cole Porter, dessen deutsche Version Hildegard Knef bekannt gemacht hat. Das und nicht mehr. Es war das, das und nicht mehr. Ein Glück ohne Wiederkehr. Bunter Ballon, zum Fliegen zu schwer. Nur das und nicht mehr. Es war das, was man so kennt, was mancher so Liebe nennt. Feuer und Stroh, das keinen verbrennt. Nur so ein Moment. Hab in einer Nacht nicht vorausgedacht. Keine Stimme sagte mir halt. Später weiß man dann, was so heiß begann, wird bestimmt bald wieder kalt. Lass dir's gut gehen und adieu. Der Schuss von Gott Eros ging quer. Es war viel Spaß, doch es war nur das und nicht mehr.
Ab in einer Nacht. Nicht vorausgedacht. Keine Stimme sagte mir Halt. Später weiß man dann, was so heiß begann, wird bestimmt bald wieder kalt. Lass dir's gut gehen und adieu. Der Schuss von Gott Eros ging quer. Es war viel Spaß, doch es war nur das und nicht mehr. Vielen Dank, danke schön. Wir kommen zu einer französischen Komposition von Michel Sardou, Je vole. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait-elle se douter, entendez. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait, l'air serein. Elle a fait comme de rien. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Thank you.
si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer. Ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Dankeschön. Kommen wir zu ein bisschen mehr Filmmusik aus einem deutschen Musikfilm der 90er Jahre. 20 Jahre ist es her, da hatte ich die große Ehre, mit Katja Riemann und Nicolette Kriebitz den Film Bandits zu drehen. Vielleicht hat ihn der eine oder andere gesehen. Immerhin, 5, glaube ich. Gut, jedenfalls dieser Song stammt aus dem Film. Er heißt Another Sad Song. Sitting alone with my guitar slightly out of tune, and it's a lovely night in June, and I try to write a song with a happy summer melody, like I have tried so many times before. But I can't really tell you what is wrong, but all that comes out is another sad song. Maybe it's because I slept too long and nobody called me on my phone. Maybe I should at times have some fun, do small talk and drink till the morning sun. Maybe I should buy brand new dress, I'll learn a useful game like chess. Mm-hmm.
is wrong, but all that comes out is another sad song. Maybe it's because I slept too long and nobody called me on my phone. Maybe I should hit town, have some fun, do small talk and drink till the morning sun. Maybe I should buy brand new dress or learn a useful game like chess. Another lonely night, it turns to day with another hair of mine, it turned gray. I can't really tell you just what is wrong, my dear, but still what comes out is another sad song. Takže. Angstvoll seinem Schritt und fielen die Städte, fielen die Mädchen alle mit. Er war auch stets zu einem wilden Kampf bereit. Das war in Asien eine schöne Zeit. Mir ist heute so nach Tamerlan zumut, ein kleines bisschen Tamerlan wär gut. Es wäre ja, geniert mich das gelacht. Ich glaube, es passiert noch was heute Nacht. Mir ist heute so nach Tamerlan zumut, ein kleines bisschen Tamerlan wär gut. Und sehe ich ins Publikum, da liegt heute so ein Fluidon. Ach Mensch, gehen Sie weg, es hat ja nur Zweck mit dem Tamerlan. Thank you.
so einen Tamalan, den möchte ich wohl auch. Tamalan, da kannst du lange suchen. Wer mit Devisen handelt, der hat einen Bauch. Und wenn eine kleine Frau eine große Glatze küsst, dann sieht sie das, das. Alles für die Katze ist. Du suchst dir hier vergeblich einen Tamalan. Nur sieh mal runter. Schau dir das an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen an dieser Stelle noch einmal die einzelnen Mitglieder des David Klein Quartetts vorstellen. Am Saxophon der Chef, Produzent, Arrangeur, Komponist, Lieblingsschweizer David Klein. Am Flügel der Mann mit den magischen Händen, Olaf Polzin. Thank you.
Jede anständige Band braucht einen Italiener. Unsere heißt Davide Petrocca am Kontrabass. Bleibt unser bayerischer Rhythmusgeber aus Berlin, Mr. Peter Gall am Schlagzeug. Meine
sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie in der ZDF-Serie Letzte Spur Berlin eine der Hauptrollen spielt, schauen Millionen zu. Wenn sie ihre erste Jazz-CD veröffentlicht, gewinnt sie aus dem Stand einen Echo. Da fällt es sogar einem Schweizer schwer, neutral zu bleiben. Jasmin Tabatabai. Ist heute so nach Tamanland zumut, ein kleines bisschen Tamanland weckt gut. Es wäre ja geniert mich das gelacht. Ich glaube, es passiert noch was heute Nacht. Mir ist heute so nach Tamanland zumut, ein kleines bisschen Tamanland weckt gut. Und sehe in dieses wundervolle Publikum, da liegt heute so ein Fluidum. Ach Mensch, gehen Sie weg. Es hat ja nur zwei Sonnen, Tamala. Schön, vielen Dank. Kleinen Quartett.